Das habe ich ganz schön durchgeschlagen. Zwar sprechen wir heute nicht über das Durchschlagen von Holzbrettern, sondern über das Durchschlagen von Holzinhaltsstoffen. Und wie ihr das Ganze vermeiden könnt, das zeigen wir euch heute. Aber was bedeutet jetzt überhaupt Durchschlagen? Wir haben hier ein sehr inhaltsstoffreiches Holz, zum Beispiel Red Cedar. Im Vergleich dazu ein sehr inhaltsstoffarmes Holz, Fichte. Wenn wir dieses Holz jetzt mit einem wasserbasierten Lack streichen würden, würden sich die Holzinhaltsstoffe anlösen und durch farbliche Veränderungen an der Oberfläche sichtbar werden. Schuld daran sind die enthaltenen Gerbsäuren. Die findet man auch in einem Rotwein. Florian, möchtest du? Danke, später. Mein weißes Hemd. Die auch aus Klamotten ziemlich schwierig rauszuwaschen sind. Aber kommen wir zurück zur Frage vom Anfang. Wie verhindern wir jetzt das Durchschlagen? Natürlich können wir ein Produkt nehmen, was lösemittelhaltig ist. Wie man hier sieht, ein Holzstück in Lösemittel eingelegt, keine Verfärbung, klar wie Wasser. Aber bitte nicht trinken. Ein wässriges Produkt hat einen pH-Wert von 7, den müssen wir hiermit hinzuziehen. Hier sieht man deutliche Verfärbung. Im Gegensatz dazu ein Wasser mit pH-Wert 11, sehr starke Verfärbung. Das heißt, wenn ich wasserbasierte Produkte einsetzen möchte, vor allem im Innenbereich, brauche ich spezielle Isolierbeschichtungen. Diese funktionieren über den sehr niedrigen pH-Wert. Hier nochmal ein Wasserglas mit einem pH-Wert von 5, also sehr sauer, im Vergleich zu einem neutralen Wasser. Und hier sieht man deutlich, wie wenig von dem sauren Wasser die Inhaltsstoffe angelöst werden. Das zeigen wir jetzt hier nochmal auf der Musterfläche. Hier haben wir ein Red Cedar Holz, einen Anstrich mit einer Isolierbeschichtung. Hier werden diese Inhaltsstoffe sehr wenig angelöst. Das, was noch angelöst wird, bleibt aber in dem Anstrich, wird eingebunden, sodass es bei der nachfolgenden Schlussbeschichtung mit einem Wasserlack nicht mehr durchschlägt. Also, merkt euch, wollen wir rohes Holz, vor allem im Innenbereich, mit einem wässrigen Produkt beschichten, müssen wir vorher eine Isolierbeschichtung aufbringen. Wie zum Beispiel mit unserem Isoprimer. Und vielleicht noch ein Hinweis, die Werkzeuge und Spritzgeräte, die ihr benutzt habt, nachher immer gründlich reinigen, da wir sonst Verklumpungen im Gerät bekommen können. Also, Lukas. Jetzt sollte eigentlich nichts mehr durchschlagen, oder? Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.